herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und dieses Schatze hier habe ich bei der Junk Journal Convention gemacht. Ich habe zu Hause noch ein ganz bisschen was dran rumgewerkelt, aber nicht mehr viel. Und das möchte ich euch heute zeigen. Ja, das war auch ein Wunsch von meinen Mitbastlerinnen, dass ich hier mal dieses Journal zeige in einem Flip-Through. Genau, ihr seht natürlich den Entstehungsprozess nicht, ihr seht jetzt einfach das fertige Werk. Ja, und wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich sehr über Likes, Kommentare und natürlich Abonnenten. Da schieße ich mir so ein bisschen ins eigene Knie, weil ich mal gesagt habe, bei 500 Abonnenten mache ich eine Roomtour hier so einmal in meinem kleinen, lustigen, chaotischen Bastelzimmer. Ja, jetzt stehen wir bei 480. Ich muss langsam mal ein bisschen aufräumen, glaube ich, dass ich es euch wirklich zeigen kann. Aber das wird dann auch funktionieren. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Abonnenten und über jede Interaktion. Gerade die Convention hat gezeigt, dieses sich austauschen und zusammen was schaffen und mal fragen und gucken und abgucken, das ist total klasse. Und dementsprechend lasst uns hier weiter in Kontakt bleiben. Ja, wir sind über ganz Deutschland verstreut, trifft es ja nicht mal. Wir hatten auch Leute aus Österreich und aus der Schweiz dabei und ich glaube Österreich auf jeden Fall, Schweiz bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall von wirklich weit weg. Und auch dort über ja, viele, viele Kilometer ist man gut vernetzt und das Live-Treffen, das war toll. Wir bleiben bestimmt weiter in Kontakt. Nun geht es erstmal zu diesem kleinen, süßen Travel Journal. Klein und süß. Wir haben hier ein, ja, ein bisschen größer als A6 ist das Cover. Die Papiere sind A6. Und was habe ich gemacht? Ihr seht, ich habe hier ein Die-Cut drauf oder mehrere. Ich habe internationale Briefmarken verwendet, um das Cover erstmal zu covern. Es war mal ein kleines Goethe-Buch. Und habe hier erstmal das Cover an sich abgedeckt. Hier meine Lieblingsbriefmarke. Da habe ich ein bisschen sehr große Kleckse drauf gemacht, aber egal. Meine schwedische kleine Sonnenuhr. Und kleine Buchecken habe ich da drauf. So, das Ganze habe ich dann. Also erstmal sind diese aus dem Stamperia Cosmos Papier, diese Die Cuts, also jetzt der hier auf jeden Fall. Die hier sind, glaube ich, aus dem Lady Vagabond, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ansonsten guckt einfach durch, wenn ihr sowas haben wollt, Stamperia wird es haben. Ja, Klecks habe ich drauf gemacht und ich habe das Ganze noch mit Mod Podge Antique Cover gecovert. So. Nennen wir es mal gecovert. Hier habe ich ein paar schöne Bänder benutzt, um den Verschluss zu machen. Ich habe erst überlegt, irgendwelche Haken und Ösen und nee, ich dachte mir echt, diese schönen Bänder und die fühlen sich, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, also ihr könnt es nicht fühlen, aber ihr könnt es sehen. Die fassen sich echt gut an und die wollten einfach hier in diesem Journal vor. Und ich finde einfach, dieses Orange passt auch ganz gut zum Coverbraun. Ja, so und das hier ist doch tatsächlich, man glaubt es kaum, mein 20. Junk Journal. Ich habe jetzt mal angefangen. Irgendwie fangen alle ein bisschen später an. Ne? Keiner fängt mit Nummer 1 an. Alle kommen ein bisschen später. Und packen dann ihre Nummern da rein. Ich habe jetzt mit dem 20. mal angefangen. Das hier werde ich verkaufen. Also, vorausgesetzt, das möchte jemand haben, jetzt Schatzi. Das werde ich verkaufen und werde da wer das 20. Junk Journal von mir haben möchte, das ist dieses kleine süße Traveler. So, hier und da, bevor ich es verkaufe, werde ich hier und da noch, weil hier sind noch kleine Pockets, hier und da noch Kleinigkeiten reinpacken, damit auch die kleinen Täschlein gefüllt sind. So, ich habe echte alte Adlerseiten benutzt. Man sieht hier noch das alte Deutschland, also das Deutsche Reich hieß es ja damals noch und das ist ein wirklich alter Atlas, den ich hier auseinandergenommen habe. Es tat mir auch ein bisschen weh. Nein, das ist Stamperia. Ich sag mal Stamperia. Ich weiß, dass die meisten sagen Stamperia und das soll auch so heißen. Ich finde, das klingt doof. So, deswegen heißt es Stamperia für mich. So, dann habe ich hier ein bisschen Adressbuch, Travel Notes, kleine Taschen. Und ich darf hier auch nochmal erwähnen, die liebe Ingrid hat mir diese vielen kleinen, süßen Die-Cuts gesponsert. Die hat so eine Ruhe und so einen Spaß im Ausschneiden. Das ist der Kracher. Und so konnte ich nämlich hier
bei der Convention auf ganz viele kleine ausgeschnittene Sachen zurückgreifen. Und sie hat sich gefreut, dass sie einen neuen Wohnort haben, und zwar in diesem schönen kleinen Journal. Ich könnte fast noch ein bisschen näher rangehen, ne? Hoch. So. Dann noch ein bisschen mehr davon. Jetzt schwingt es noch ein bisschen nach. Also wer das Cover noch nicht gesehen hat, so, nein, Spaß beiseite. Machen wir weiter. Ich habe hier ein schönes, kleines Seidenpapier bedrucktes. Und diese ganze schöne Gase hier mit drin. Ich habe auch versucht, hier und da noch ein paar Eckenstanzer mit zu benutzen. Kleine schöne Sprüche. Auch von Stimperia. Und ja, ich habe mich hier einfach mal komplett ausgetobt. Also wir haben Stempel, Stencil, kleine Umschläge mit kleinen Papierchen. Wir haben Musikpapier, kleine Schnipsel, Traveler News. Ja, dann teilweise auch kleine Karten, Schneelandschaft. Man weiß ja nicht, wo einen so eine Reise hin verschlägt. Ne? Das kann ja auch einfach mal sein, dass man irgendwo in einer Schneelandschaft landet. Und ja, auch hier so kleine süße Papierchen. Die hätte ich mal geschenkt bekommen in Happy Mail. Und jetzt dürfen sie hier einziehen. Das kann ja sein, dass es einen in den Dschungel verschlägt. Das kann auch sein, dass es einen in der Schneelandschaft verschlägt. Und ja, man kann mit Luftpost dann nach Hause schreiben. Und früher gab es auch nochmal diese Priorität. Das gibt es ja teilweise im Ausland immer noch, dass die Briefe den Prioritätsaufkleber bekommen. Hier kleine Papierchen, wo man auch noch Notizen hinterlegen kann. Ja, alles mit dem Anspruch oder Anstrich Reise. Hier mal was zum Ausziehen. Kann natürlich, könnte man dann hier dahinter schreiben. Diese Koffer finde ich auch super schön. So, wir haben Atlas-Seiten. Ein Around the World. Ticket. Ah, ich könnte eigentlich noch ein paar Tickets hier reinpacken, ne? Jetzt, wo wir drüber reden. Weil, ja, hier haben wir schon ein Ticket Washi. Vielleicht passt du vorne in das Täschchen. Das Täschchen hier. Oder eine kleine Ecke. Und auch hier, das Ding ist auch Dream Big, ist auch hohl. Da kann man auch noch was reinpacken. Da passen bestimmt noch zwei kleine Tickets rein, die ich selbst gemacht habe. Das wird dann eine Überraschung für denjenigen, der sie kauft. So, und zu finden wird das Herzchen in meinem Etsy-Shop sein. Ich kann nicht mehr reden. Es ist früh am Morgen, ich kann noch nicht reden. Ja, und wer hier, sagen wir mal, so ein Original Junk Journal Convention Output haben möchte. Ja, ich hatte nur das zusammengebundene Buch mitgenommen. Das heißt, die Buchseiten an sich hatte ich, aber den ganzen Rest, das habe ich nicht mitgehabt. Das habe ich dann dort gemacht. So, wir haben hier noch. Ja, ich finde es einfach herrlich, wie fransig und fluffig das hier oben ist. Das ist einfach schön. Ich würde es auch echt gern behalten, nur ich habe aktuell keine Verwendung dafür. Und ich habe schon wieder drei neue in Arbeit. Also mindestens zwei von den drei neuen werde ich behalten. Das sind meine. Die gebe ich auch nicht her. Und dementsprechend darf dieser kleine Travel-Schatz hier in neue Hände ziehen. Bin mal gespannt, ob jemand sich für einen kleinen Traveler entscheidet. Also der passt in jede Handtasche. Mit DIN A6 ist es wirklich gut mitzunehmen. Es ist auch anständig Platz zum Schreiben drin. Ich habe hier auf der Convention direkt die Funkelkram-Stempel gekauft und benutzt. Weil ich diese Linien- und Karo-Stempel und sowas, die fehlt mir echt noch. Dass man einfach mal so ein bisschen so einen Anreiz auf einer Seite gibt und ein paar Linien reinpackt, dass man einfach sagt, hey, hier ist Platz zum Schreiben übrigens. Das ist aus meinem Lateinbuch. Ja, ich habe Latein gelernt. Ich habe das große Latinum. Und ja, das ist tatsächlich meine Schrift aus Jugendtagen. So. Ja, also es gibt einfach total viel zu sehen hier drin. Ich sag mal, keine riesen Überraschung, also keine krassen Ausklappdinger, leuchtende Teile, irgendwas. Es ist einfach wirklich ein praktisches Traveler Journal.
wo man hier und da einfach auch Sachen rausziehen kann und auf der Rückseite zum Beispiel draufschreiben. Das hier habe ich auch von der lieben Ingrid bekommen. Ja, Ingrid, ich weiß, du bist gerade schon wieder rot, wenn du dieses Video guckst. Aber du hast mir diese vielen kleinen tollen Teile hier, die wie Arsch auf einmal gepasst haben, hast du mir hier beschert, ne? Also, war nicht so bescheiden. Genau, hier in der Mitte habe ich eine schöne Tasche gemacht, auch aus diesem ganz alten Atlas. Den musste ich innen ein bisschen verstärken mit Scotch Tape, damit mir die Seiten nicht auseinanderbrechen. Ja, und da drin klemmen dann einfach diese schönen alten abgeranzten Teile. So, auch hier auf der anderen Seite, genauso wie aus einem alten Magazin. Ja, in meinem neuen Vintage-Buch, was auch das gleiche Format hat, da werden auch alte schwedische Zeitschriften mit untergehen, die wirklich alt sind, die schon kurz zum Auseinanderfalten sind. Die habe ich so ein bisschen restauriert. Hier sieht er den schönen Punktestempel. Und da werden, also hier haben wir einiges Alte, was, sag ich mal, Digiprint war, also printable. Ein paar echte alte Sachen, ein paar Printables, Stamperia-Papier. In dem neuen Vintage-Journal, was ich mache, das wird keinen Traveler-Hintergrund haben. Es wird einfach Vintage sein. Da werdet ihr echte alte Postkarten finden und echte alte, wirklich alte Zeitschriften werden da drin verbaut. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil dieses Journal hier, das hat mega Spaß gemacht. Muss ich ja echt sagen. Also hier sind so wunderbare, tolle Teile drin. Dieses Journal hat einfach, dieses Dekorieren, das hat so Laune gemacht. Das war so ein Flow. Und das Ganze in dieser summenden Gemeinschaft dort, wo wir waren, in der Jugendherberge Berg, das war so wie so ein Bienenstock. Und da hat einfach dieses Machen und dieses Wuseln und dieses Dekorieren, das hat noch mal mehr Laune gemacht, als es mir sowieso schon Spaß macht. Also ich mache sowas ja total gerne. Dann jetzt dekorieren und ausgestalten. Aber dort, in dieser Energie, mit diesen anderen Bastlern, war noch mal ganz eine andere Nummer. Ja. So, jetzt habt ihr das Flip-Through. Und alle Bastler, die mir hier zugeschaut haben, die auch auf der Convention waren, seid mir lieb gegrüßt. Das hat echt Spaß gemacht, dort in der Gemeinschaft ja, zu werkeln, zu fuseln, zu gucken, sich Inspiration zu holen. Ja, wie gesagt, teilweise war ich wirklich Information Overflow oder Input Overflow, weil es einfach so viel war und so tolle Sachen zu sehen waren. Ja, und so in diesem Spirit ist dieses Journal entstanden. Und ja, ich hoffe, denke, dass ich das jetzt zügig auch in meinen Etsy-Shop einstelle, dass es vielleicht einfach neues Zuhause bekommt. Ich freue mich, wenn jemand das übernehmen mag und es wirklich benutzt. Das ist ein Buch zum Benutzen. Ne? Also reinschreiben, nicht nur hinstellen und angucken und anfassen. Es fasst sich ganz toll an, das ist auf jeden Fall so. Nur, es ist wirklich eins zum Benutzen. Da sind ganz viele Linien, Punkte und Co. drin, wo man draufschreiben kann. Ja, nun, habt vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Nächstes Mal habe ich vielleicht auch saubere Fingernägel, weil ihr seht noch so ein bisschen Goldfarbe, die ich nicht abbekomme. Bastlerfinger, ich freue mich. Ja, und morgen bekomme ich auch Besuch von der Dani. Und dann wird weiter hardcore gebastelt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ihr werdet sehen. Ihr werdet es als Erste erfahren. Nein, Dani wird es als Erste erfahren. Die sitzt mir gegenüber. Und dann werdet ihr es erfahren. So. Nun entlasse ich euch mal aus diesem Video und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.